auch heute wieder weitergehen mit meiner Bibellesereihe. Ich lese für euch aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 16 bis 20. Die Soldaten verspotten Jesus. Die Soldaten brachten Jesus in den Innenhof des Palastes, dem sogenannten Prätorium. Dort versammelte sich die ganze Kohorte um ihn. Dann hängten sie Jesus einen purpurfarbenen Mantel um. Sie flochten ihm eine Krone aus Dornenzweigen und setzten sie ihm auf. Sie jubelten ihm zu wie einem König. Hoch lebe der König der Juden! Dabei schlugen sie ihm mit einem Stock auf den Kopf und spuckten ihn an. Sie knieten nieder und warfen sich vor ihm auf den Boden. Nachdem sie ihn so verspottet hatten, nahmen sie ihm den Mantel ab und zogen ihm seine eigenen Kleider wieder an. Und sie führten Jesus aus der Stadt, um ihn zu kreuzigen.